300 Abonnenten. Das ist doch Grund genug, ein neues Motorrad zu fahren, oder? Ja, die 300 Abonnenten sind überschritten. Ihr seid doch so vollkommen verrückt. Ich hatte nie gedacht, dass die Inhalte von mir so interessant sein können, dass ich einmal 300 Abonnenten haben werde. Ich bin sehr begeistert. Ja, ich stelle mir immer vor, dass die Abonnenten, die meinen Kanal abonniert haben, zumindest viele davon, auf die Videos von mir warten und sich die Videos dann letztendlich anschauen. Und ja, letztendlich sind, wenn ich mir vorstelle, ich stehe irgendwo auf einer Bühne und 300 Personen stehen vor mir, unter mir auf der Bühne oder vor der Bühne. Es ist schon eine ganze Menge Leute. Ja, und gerade heute durfte ich oder darf ich hier mein neues Motorrad abholen, was euch in der nächsten Zeit auf diesem Kanal hoffentlich vergleichsweise problemlos begleiten wird. Es ist eine BMW R1250 GS Adventure im HP-Design. Es ist die erste Fahrt noch vom Händler nach Hause, deshalb auch ja, die Fahrt bei Dunkelheit. Aber es lässt sich halt nicht ändern. Es ist so, wie es ist. In dem Winter ist das Licht schnell aus. 14 Kilometer hat dieses gute Stück jetzt auf der Uhr. Das heißt, es ist brandneu und ja, ich bin begeistert. Ich bin begeistert über 300 Abonnenten und ich bin begeistert über das neue Motorrad. Ich fahre im Moment hier noch im Regenmodus. Wurde mir vom Händler so empfohlen und jetzt bei der ersten Fahrt, um mich dran zu gewöhnen, ist es sicherlich auch nicht verkehrt. Ja, es ist ein neues Fahrzeug geworden. Das liegt letztendlich daran, ich hatte ja kürzlich die eigentlich ein identisches Motorrad als zur Probe gefahren. Und das Motorrad, was ich da Probe gefahren habe, das stand natürlich auch zum Verkauf jetzt zum Ende der Saison. Und dann habe ich ein bisschen gesucht, nachdem ich mir den Preis habe sagen lassen von
dieser Vorführmaschine. Und bin dann recht schnell in näherer Umgebung, also ich musste jetzt ungefähr 20 Kilometer fahren, habe ich in näherer Umgebung einen Händler gefunden, der dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum hatte. Einige Fahrzeuge da vorbereitet hat, die er eigentlich zu seiner Jubiläumsfeier verkaufen wollte. Ja, das mit der Jubiläumsfeier, könnt ihr euch vorstellen, das hat nicht so geklappt, wie sich der Händler das vorgestellt hat. Dementsprechend waren einige dieser Fahrzeuge waren halt noch vorhanden. Unter anderem hier diese Adventure HP. Und ich habe letztendlich jetzt im Gegensatz zu der, im Vergleich zu der, zu dem Vorführer, habe ich jetzt 300 Euro mehr gezahlt für ein neues Fahrzeug, als ich für das Vorführfahrzeug, was schon 5000 Kilometer gefahren hatte, hätte bezahlen müssen. Ja, und da gab es für mich eigentlich jetzt keine weitere Überlegung. Ich habe dann hierbei zugeschlagen. Und ja, letztendlich denke ich oder hoffe ich, dass ich damit auch keinen Fehler gemacht habe. Ja, ich denke, das sollte jetzt hier zu dem neuen Fahrzeug sollte das auch mal reichen. Euch möchte ich tausendmal danken, dass ihr so zahlreich meinen Kanal abonniert, die Videos schaut, kommentiert, die Daumen nach oben setzt. Ich bin da wirklich sehr, sehr begeistert. Ich freue mich da über jeden Kommentar, ich freue mich über jedes Abo. Und die den Kanal noch nicht abonniert haben, lasst ein Abo da und ihr werdet stets informiert, wenn irgendein Video von mir wieder kommt, wenn ein neues Video veröffentlicht wird von mir, werdet ihr, sofern ihr dann auch mit dem Abo die Glocke aktiviert, sofort darüber benachrichtigt. Für mich sind die Abos und die Kommentare sind letztendlich der Lohn, den ich für meine Arbeit, wenn ich das so nennen will, es ist eigentlich keine Arbeit, weil es mir Spaß macht, aber es ist der Lohn für die Arbeit, die ich mit den Videos habe, mit dem Schnitt der Videos. Und ja, ich kann euch wirklich nur danken, dass ihr mir die Treue haltet und dass immer mehr dazukommen. Es ist wirklich ganz, ganz toll. Vielen, vielen, vielen Dank. Eine interessante Begebenheit habe ich dann aber noch. Und zwar habe ich mal nachgeschaut, wann ich das letzte, ich fahre ja seit 35 Jahren Motorrad mittlerweile, wann ich das letzte neue Motorrad gekauft habe. Ja, es gibt schon Zufälle. Also das letzte neue Motorrad habe ich im Jahr 2002 gekauft, also vor ziemlich genau 18 Jahren. Das Verrückte daran ist, wir haben heute den 23.11.2020. Ich habe damals am 23.11.2002 eine Yamaha Fazer 1000 gekauft als Neufahrzeug. Genau vor 18 Jahren, nicht circa vor 18 Jahren, nein. Genau vor 18 Jahren. Es ist schon verrückt.
Das wollte ich euch auf jeden Fall auch noch gesagt haben. So, bleibt gesund, bleibt immer oben, bleibt fair im Verkehr. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.